Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Lookfantastic hat mal wieder eine neue Limited Edition auf den Markt gehauen und zwar die Dermatological Skincare Edition. Also eine Edition, die sich auf Skincare spezialisiert hat, das heißt nur Skincare-Produkte. Und die kostet 60 Euro. Achso, und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Genau, also 60 Euro kostet die normalerweise. Mit meinem Code CLAUDIWELT kannst du 5 Euro sparen, wie auch auf viele andere Sachen im Online-Shop. Und ich setze euch dazu einen Link in die Infobox. Mein Code ist nur für euch. Wenn ihr über die Links geht, dann bekomme ich eine kleine Provision. Also da habe ich dann einen Affiliate-Link quasi. Und weil ich sie zugeschickt bekommen habe und mich da einfach jedes Mal so drüber freue, möchte ich gerne in diesem Video wieder etwas verlosen. Und zwar eine selbst zusammengestellte Beauty-Box. Alles, was du dafür tun musst, steht in der Infobox. Schau gerne mal dort vorbei. Und wir schauen mal hier hinein. Wir haben bei der Lookfantastic Box oder bei den Limited Editions jetzt irgendwie ein neues System. Also wir haben den Schuber und dann haben wir halt diese clean weiße Box. Die hält sehr, sehr gut immer zusammen, weil die auch immer sehr, sehr prall gefüllt sind. Hier haben wir auch wiederum also so einen riesen Wert schon wieder mit dabei. Irgendwie über 230 Tacken oder so. Finde ich immer richtig klasse. Man kriegt sie halt nur super schwer auf. Ne? Das ist immer so mein Problemchen, was ich hier habe. Wahrscheinlich sollte ich das einfach schon im Vorfeld machen, aber was soll's? Ich bin hier ja vollkommen realistisch am Start. Oh mein Gott, die ist wirklich derbe gefüllt. Bekannte Marken, unbekannte Marken. Ein bunter Mix, würde ich mal so sagen. Wir sehen auch online immer, was in der Box drin enthalten ist. Einfach cool, finde ich. Also einfach transparent. Ne? Lookfantastic hat das immer direkt auf der Homepage. Wenn man die halt bestellt, dann ist nicht nur das Produktbild mit den Einzelbildern dort aufgeführt, als auch unten in der Beschreibungsgeschichte die einzelnen Produkte mit normalerweise auch den dazugehörigen Werten, was ich einfach fantastisch finde. Das ist einfach, weiß ich nicht, es ist fein. Ne? Mir gefällt es tatsächlich, dass man da auch so transparent mit umgeht und nicht so, oh, ich mache hier mal eine Sneak Peek und da mal eine Sneak Peek. Das ist einfach, ja, finde ich schön, weil man bezahlt als Konsument ja auch entsprechend was dafür und da möchte man auch nicht unbedingt die Katze im Sack kaufen. Natürlich hat man dann nicht mehr den Überraschungseffekt. Das ist dann so die kleine Sache dabei. Hier habe ich einmal den QR-Code, den man scannen kann, um da ein bisschen mehr über die Produkte zu erfahren. Aber wie gesagt, man kann es auch einfach auf der Homepage direkt sehen. Und dann starten wir doch einfach mal mit Medicate. Ich glaube, das dürfte dann auch so ziemlich das Knallerprodukt der Box sein. Ne? Damit hast du auf jeden Fall schon mit dem Boxenpreis raus. C-Tetra-Lux, ein Lipid-Vitamin-C-Enhanced-Radiance-Serum mit 30 Millilitern. Das ist eine Originalgröße. Von Medicate habe ich öfters auch mal was so in Adventskalendern und so drin gehabt. Und ich meine auch das Vitamin C schon mal von denen. Und jetzt gerade ist Vitamin C auch richtig, richtig gut, weil die Sonne kommt mehr raus und Lichtschutzfaktor und Vitamin C vertragen sich zum Beispiel richtig, richtig gut, sodass man das morgens sehr gut verwenden kann. Das heißt, du bekommst den Glow, hast aber trotzdem durch Lichtschutzfaktor dann deinen Schutz im Gesicht. Ne? Und ja, das ist eine Glaspipette und hier haben wir einmal das Produkt. Richtig toll. Ich weiß nicht, habe ich das schon mal in einer Kleingröße gehabt? Ich weiß es wirklich nicht. Also ich habe von Medicate das ein oder andere Produkt tatsächlich auch schon mal verwendet. Und die habe ich eigentlich auch immer ganz gut vertragen. Also da war nichts mit dabei, was mir jetzt negativ hängen geblieben wäre. Das Einzige, wo ich halt immer so für mich gedacht habe, muss ich jetzt vielleicht nicht unbedingt nachkaufen, war der Preis. Ne? Weil es ist nicht günstig. Keine Ahnung, ob das 70 Euro oder so kostet. Das ist wirklich nicht günstig. Deswegen freue ich mich, dass wir das halt auch in solchen Boxen mit drin haben, weil du da halt wirklich ein Bundle an Produkten für einen Schnapperpreis bekommst. Klar, die LEs sind immer relativ hochpreisig bei Lookfantastic, aber ich glaube, das hängt damit zusammen, dass du halt wirklich auch krasse, große Produkte hier mit dabei hast und dass du es halt von vornherein siehst. Ne? Also finde ich persönlich dann auch irgendwie charmant. Neutrogena ist jetzt eine Marke, die wir jetzt so auch ganz gut kennen in der Drogerie zum Beispiel. Clear and Defend Daily Serum. Da wäre ich persönlich aber etwas vorsichtig, weil es ist mit Salicylsäure und 10% AHA und PHA duftstofffrei 30 Milliliter. Ich glaube, sowas sollte man sich dann auch wirklich nur punktuell auftragen. Ich würde es nicht morgens verwenden, sondern nur abends. Unlocks Pores to Help Prevent Breakouts. Okay, also theoretisch könnte ich das hier auf meinen Mr. Fred drauf machen, oder wie? dann soll das die Haut weich zeichnen und die Strahlkraft der Haut hervorrufen. Also das ist eigentlich ein Produkt, das würde ich, wenn ihr das so in der Box mit drin habt, würde ich euch empfehlen, vorsichtig erstmal auszuprobieren, ob eure Haut es überhaupt verträgt. Weil du hast hier AHA, BHA und PHA.
Unterarme drin. Also schön chemische Peelings, wie man sie so mag, ne? Und deine Haut wird natürlich viel, viel sonnenempfindlicher dadurch, dass du ja ein chemisches Peeling machst und dann halt ja auch ja, die abgestorbenen Hautschüppchen und was nicht alle vom Gesicht runternimmst. Also vorsichtig, einfach vorsichtig jetzt verwenden oder auf Nummer sicher gehen und dann erst im Oktober anfangen, sowas zu verwenden. So würde ich das tatsächlich machen. Ne? So schaut das aus, sieht tatsächlich auch relativ medizinisch hier drin aus, auch wenn es das nicht ist, ist ja nur das Produktdesign. Aber das wäre so mein kleiner Tipp am Rande. Ich bin jetzt umgestiegen, ich habe es hier in dem Video auch in der Frühlingspflege gesagt, ne? Auf Enzympeelings. Ich verwende gar kein AHA, BHA, PHA mehr. Es ist jetzt wirklich nur noch Enzympeelings. Retinol habe ich noch eins, was ich jetzt gerade aufbrauche. Das ist jetzt aber auch in einer Woche spätestens aufgebraucht. Und dann gehe ich zu Niacinamide, Vitamin C, das sind so meine Freunde, gerade Hyaluronsäure. Ne? Wir machen weiter. Oha! Okay, Peter Thomas Roth oder Peter Thomas Roth. Retinol Fusion PM Night Serum. Ja, definitiv abends verwenden. Vitamin C und E. 30 ml, teures Produkt, großes Produkt. Solltet ihr eine sehr, sehr unempfindliche Haut haben, ich sehe es zum Beispiel auch bei Amelie with Love, meine wundervolle Kollegin, mit der ich jetzt auch bald nach Kreta fliege mit der Haltung zusammen. Auf jeden Fall, wenn ihr eine sehr unempfindliche Haut habt, dann könnt ihr natürlich auch Retinol im Sommer, im Frühling, abends verwenden, ja. Aber auch Retinol hat eine leicht peelende Wirkung, ne? Das heißt, für mich persönlich ist es jetzt aktuell Tabu, ich habe eine sehr sensible Haut. Genau, so schaut das aus. Finde ich sehr spannend. Ich habe es auch schon hier, weil das, glaube ich, auch in der Sonderedition mal drin war von Look Fantastic mit Peter Thomas Roth. Und ich versuche ja mit und für euch zusammen immer wieder auch spannende Skincare-Marken zu testen. Und dann sammle ich auch immer so aus Boxen, aus Adventskalendern und so und kaufe mir auch das ein oder andere dann dazu, sodass ich dann auch eine komplette Routine habe, um euch dann auch irgendwann mal ein Fazit dazu geben zu können. Und ich weiß, da stehen noch ein paar Videos aus, die kommen bald auch online. Und hier habe ich, wie gesagt, das Retinol-Serum. Und ich glaube, dass ich dann zum Beispiel Peter Thomas Roth, Englisch aussprechen, englische Marke, Claudi, dann jetzt so Richtung Herbst ansetzen werde, weil wenn wir so spannende Sachen mit dabei haben, dann will ich das natürlich auch ausprobieren. Ne? Dann habe ich hier von Eucerin gegen Hyperpigmentation Anti-Pigment Corrector, Spot Corrector, da steht es auf Deutsch drauf, Anti-Pigment, nee, doch nicht auf Deutsch, okay, auf Englisch. Genau, das haben wir jetzt hier. Und was sollst du machen? Das soll die Erscheinung von, Dark Spots halt minimieren und entsprechend deren Reappearance, deren Aufkommen, deren Wiederkommen quasi verhindern. Okay, 5 ml haben wir hier drin. Trägt man das dann wirklich sehr, sehr punktuell aus? Sieht so aus, ja, Spot Corrector. Habe ich, glaube ich, eben auch schon vorgelesen, ne? Das könnte wirklich für diejenigen etwas sein, die schon so Sonnenschäden haben. Das ist gar nicht so verkehrt. Also das habe ich jetzt auch schon bei Familien und Familienmitgliedern und Freunden gesehen, die dann vielleicht hier so eine dunkle Verfärbung hatten oder an der Stirn oder so, habe ich da auch, glaube ich, so ein bisschen was. Ne? Da macht man sich das ein bisschen abends halt drauf und ich weiß jetzt nicht, womit das wirkt. Meistens wirkt sowas mit entweder Vitamin C oder Niacinamiden und dann wird das Ganze halt wirklich intensiv behandelt und aufgehellt. Das muss ich mir nochmal angucken, denn ich habe jetzt so hier nicht die Sachen drinstehen. Also hier steht Thiamidol drauf. Das scheint das Ding von Eucerin zu sein. Damit kenne ich persönlich mich nicht so aus. Aber ich glaube, dieser Spot Corrector könnte auch wirklich für viele eine coole Nummer sein. Ne? Dann habe ich hier was drin von Cetaphil. Ein Gentle Skin Cleanser, Normal to Dry Sensitive Skin. Sehr, 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 sehr gut. 118 ml mit Niacinamiden und mit Hydratisierem, Glycerin und Panthenol. Das finde ich klasse. Also Reinigung ist immer der erste Schritt von einer Skincare-Routine und das sollte man auch wirklich so verinnerlichen, dass man jeden Morgen, jeden Abend das Gesicht reinigt, bevor man halt mit anderen Geschichten aufs Gesicht geht. Und das ist halt wichtig, ne? Um ein vernünftiges Hautbild halt zu haben, um ein ruhigeres Hautbild zu haben und die Haut halt auch gereinigt zu haben. Cetaphil ist auch eine Marke, die nicht so super teuer ist, aber eine sehr hautfreundliche Marke. Auch eine sehr hautfreundliche Marke ist hier von Aven-Geschichten-Gedönsen. O-Thermal Aven, das ist Tolerance Hydra 10, ein feuchtigkeitsspendendes Fluid für normale bis Mischhaut, sensible Haut und das bewahrt das Mikrobiom der Haut. Das ist sehr, sehr gut. Hyaluronsäure sind hier drin und 40 ml
Und das Mikrobiom ist etwas, was wir halt immer wieder herstellen müssen, theoretisch, wenn wir quasi unser Gesicht reinigen oder mit Wirkstoffen behandeln oder halt peelen. Und da hilft sowas dann ganz gut, ne? Und ich arbeite da auch ganz gerne mit Ceramiden zum Beispiel. Hier natürlich auch Hyaluronsäure. Oh, guck mal, sogar für Kinder, Erwachsene und Heranwachsende, also ganz kleine Babys, ist es auch wohl geeignet. Ja, soll für 48 Stunden mit Feuchtigkeit versorgen. Und da müsste ich mir natürlich hier auch nochmal durchlesen, was für Inhaltsstoffe hier drin sind. Oh, sehr wenige. Das ist natürlich sehr charmant. Ja, ne? Peel Powder. Ist das ein Peeling? Nee. Naja, und halt Hyaluronsäure, ne? Es scheint aber eigentlich eine Creme zu sein, aber kein Peeling, glaube ich nicht. Nee, ne? Das ist dieses hier. Wahrscheinlich dann halt eine ganz gute Sache, was man so abends oder auch morgens verwenden kann, je nachdem, wie man so, welches Hautbedürfnis man so hat. Genau, interessant. Sagt mir tatsächlich gar nicht so super viel. Dann haben wir hier noch zwei Sachen drin. Ein sehr kleines, niedliches Produkt und zwar ein Gesichtsessig von Galinée. Wie interessant, 10 Milliliter. Ich kann mir vorstellen, dass das wie so ein Peeling sein soll. Bin ich mir gerade aber nicht hundertprozentig sicher. Gesichtsessig. Kenne ich mich null mit aus. Was soll denn Gesichtsessig machen? Also ich denke, also ich habe so zum Beispiel gehört, Apfelessig soll ganz gut sein, so als Hausmittel, ne? Wenn man halt zum Beispiel so Wasserwarzen hat oder das machst du auch auf Unreinheiten vielleicht mal drauf oder so. Okay. Das hört sich sehr spannend an. Muss ich noch ein bisschen herausfinden, was das ist. Mikrobiom Skincare. Auch hier wieder, ne? Mikrobiom am Start. Interessant, interessant. Und hier habe ich noch ein riesiges Ding. Skin Doctors Cosmeceuticals Capillary Clear Broken Capillary Solution. Das soll zerstörte Kapillaren wieder verbessern. Age-related Purpura. Okay, sagt mir gar nichts. 50 Milliliter habe ich hier drin. Sowas finde ich aber auch immer spannend in Boxen, wenn du da was drin findest, was du so noch gar nicht irgendwo mal gesehen hast. Capillary Clear reduziert das Auftreten von kaputten Kapillaren und Rötungen auf der Hautoberfläche drastisch. Und mit 50 Millilitern gehe ich davon aus, dass es auch eine Gesichtscreme sein wird. Das machst du auf dein, oder massierst du auf dein gereinigtes Gesicht zweimal täglich. Und für die besten Resultate mit... For the best results, first apply a hot towel. Achso, dass du erst den warmes Handtuch auf dein Gesicht gibst, damit die Poren sich halt öffnen können und dass dabei geholfen wird, dass es auch besser absorbiert werden kann, also in die Haut einzieht. Interessant, Leute. Sowas finde ich fantastisch. Also wenn wir halt Produkte in Boxen finden, die halt auch sehr innovativ sich so anfühlen. Wisst ihr, was ich meine? Dass man da halt einfach nicht so, ach, das habe ich schon fünfmal gesehen irgendwie, sondern schon sowas Spektakuläres. Das kommt halt auch sehr aufregend hier in dieser Verpackung. Also sehr, sehr gut verpackt. Meine Nägel sind, also meine Finger sind aktuell out of order, weil es ist natürlich jetzt Start der Gartensaison. Ne? Da muss ja einiges gemacht werden draußen. Ei, sieht das hochwertig aus. Keine Ahnung, was sowas kostet. Das ist ein Glastiegel. So schaut das aus. Ich weiß nicht. Ist das eine Creme? Ich denke mal, ne? Aber dann muss man ja vorher eigentlich noch ein Serum und so drauf machen. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Das möchte ich eigentlich gerne mal ausprobieren. Cool, ihr Lieben. Das ist jetzt einmal die Box gewesen. Und wir haben hier eine gute Routine am Start. Wir haben also allerhand verschiedene Serien für verschiedene Hautbedürfnisse. Natürlich eine Gesichtsreinigung, eine Gesichtscreme, glaube ich. Ansonsten ist das, glaube ich, auch eine Creme. Lichtschutzfaktor wäre sonst auch eine ganz schöne Sache gewesen. Aber ich weiß nicht, ich glaube nicht so viele freuen sich so tierisch über Lichtschutzfaktor in Boxen. Da holt man sich dann meistens eher das, was man auch so für sich immer wieder präferiert, oder? Und dann haben wir auch noch so Spot-Geschichten. Einfach, um da mal so ein bisschen reinzuschnuppern und vielleicht ein bisschen intensivere Pflege vornehmen zu können. Also ich finde, die Box ist cool gefüllt. Wenn man halt ein Skincare-Junkie ist, wird man es hart feiern. Und ja, deswegen, richtig geil. Schaut gerne in der Infobox vorbei, da habe ich euch den Link reingesetzt und die Teilnahmebedingungen für die Verlosung, wenn ihr mögt. Und dann wäre es hier schon wieder gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.